Es geht ein Stück weit darum, wie ich im Knast gelandet bin, was mich da in den letzten 25 Jahren auch gehalten hat. Es ist ja die eine Entscheidung, dahin zu gehen, und die zweite Entscheidung, dort zu bleiben. Ich öffne ein bisschen die Blackbox-Gefängnis halt eben, weil viele von uns, ja, dem bleibt der Blick von außen ja auch versperrt. Die von drinnen können nicht nach draußen gucken, aber wir von draußen können auch ganz selten mal hineingucken. Ich glaube, die wenigsten von uns haben schon mal die Möglichkeit gehabt, in ein Gefängnis hineinzuschauen. Und insofern ist es ein Lesebuch, ein hoffentlich unterhaltsames Lesebuch über das, was Knast ausmacht, was Knast aus den Menschen macht, die dort hinter Gittern sitzen, was Knast aus den Menschen macht, die dort arbeiten. Und natürlich auch Ansichten von mir wiedergibt, die ich nach 25 Jahren, so lange arbeite ich jetzt dort, gewonnen habe. Ja? Also man macht das ja nicht einfach so jeden Tag und denkt sich nichts dabei, auch im Hinblick auf, wie müsste sich der Knast noch weiter verändern, um noch mehr seiner Aufgabe der Resozialisierung oder vielmehr der Sozialisierung gerecht zu werden. Das Nächste ist, ich war in vielen Talkshows in den letzten 10, 15 Jahren. Immer auch zu Themen, die sich irgendwie um Knast, um Verbrechen und Verbrecher gedreht haben. Und ich habe immer gemerkt, es war so eine Vorbereitung, 2 Stunden Vorbereitungszeit, Vorgespräche. Und dann gehst du in so eine Talkshow und dann bleiben dir letztendlich 10 Minuten, 15 Minuten, um relativ verdichtet über dieses Thema etwas zu sagen. Es blieb immer relativ viel Information auf der Strecke. Und genauso habe ich natürlich in den letzten Jahren auch gesehen, dass Fernsehproduktionen zu mir kamen und haben Bilder, also von meiner Arbeit oder aus dem Knast gemacht. Und da habe ich festgestellt, wenn die Kamera aufgebaut wird im Gefängnis, verändert sich die Welt vor der Kamera, was ja nichts Ungewöhnliches ist. Und dann habe ich gesagt, es gibt immer eine Fülle von Informationen, die sind nicht durch Vorträge, nicht durch Talkshow-Besuche und nicht durch Dokumentationen von 15 oder 20 Minuten, sind die nicht herüberzubringen. Und das hat dann letztendlich den Auslöser gegeben, zu sagen, okay, jetzt setzt du dich hin und schreibst das Buch. Aber wie immer ist es natürlich so, du hast weiter den Job als Arzt. Ich habe im letzten Jahr unheimlich viel gedreht und habe dann noch die Wochenenden und die Nächte gefunden, das Buch zu schreiben. Aber es hat mir große Freude gemacht, weil im Kopf war es schon fertig. Naja, also wie bin ich dazu gekommen? Erstmal wie die Jungfrau zum Kinde. Ja? Ich habe mich beworben nach meinem Examen und habe zwar da gelesen, da gibt es eine Assistenzarztstelle in dem Justizvollzugskrankenhaus. Und dachte mir, naja, Gott ist ein Krankenhaus wie jedes andere. Vor Verbrechern oder vor Knast hatte ich jetzt keinen besonderen Respekt. Und habe gedacht, du wirst dich da bewerben. Und das ist beim ersten Mal nicht sofort gelungen. Und dann bot man mir an, in Werl im Gefängnis als Anstaltsarzt vorübergehend zu arbeiten. Und das habe ich angefangen. Und ich habe gemerkt, mir gefällt das. Ich finde es spannend. Die Begegnungen mit diesen Menschen, finde ich, beängstigen mich nicht. Ich komme da klar. Ja, ich werde auch da akzeptiert nach einer gewissen Zeit. Und insofern war es erstmal Zufall, da hinzukommen. Es war dann eine richtige Entscheidung oder wichtige, echte Entscheidung, so nach 2 Jahren oder nach 4 Jahren zu sagen, ich bleibe. Und spätestens so seit 1993, da war ich dann Facharzt und hatte Zusatzbezeichnungen und Gott weiß was alles. Da war so die Alternative, ich lasse mich nieder in der eigenen Praxis, ja, oder bleibe dort. Und ich habe mich entschieden, dort zu bleiben und weiter beides zu machen. Weiter Arzt zu sein und weiter Schauspieler zu sein. Ja, weil ich dachte, die Kombination, die lässt dich eh nicht los. Du kannst dich eh nicht gegen das eine oder für das andere entscheiden. Also mach beides weiter, und bei dieser Entscheidung bin ich bis heute geblieben. Wenn man im Knast arbeitet mit doch sehr gefährlichen Leuten, mit Verbrechern halt, dann gewinnt man einen anderen Blick auf Menschen, weil man einfach nicht vorsichtiger agiert, umsichtiger, ein Stück weit wacher agiert. Aber es hat nicht dazu geführt, dass ich jetzt besonders paranoid und ängstlich durch meinen Alltag laufe, sondern im Knast ist die Gefahr berechenbar. Ich weiß, wer mir begegnet. Ich weiß, wer mir als nächstes in die Sprechstunde geführt wird. Ja? Draußen weiß ich das nicht. Ja? Und mich hat es hoffentlich jedenfalls
nicht nachhaltig verändert. Und wenn ich weg bin, gibt es halt Vertragsärzte, das sind andere Ärzte, die für mich dann meine Sprechstunden machen dort und für mich dann arbeiten, wenn ich weg bin. Und ich habe meinen Urlaub, klar. Ich habe bestimmte Freizeiten, die man sich durch Überstunden erwirbt. Oder ich muss unbezahlten Urlaub machen. Also so, nur so geht es. Und es gibt natürlich manchmal Situationen, so vielleicht im letzten und vorletzten Jahr, wo ich sehr viel gemacht habe, sehr viel gedreht habe, wo man dann halt einfach mal, ja, da merkt man halt, wenn man so nach 4 Wochen zurückkommt, dass einfach großer Gespeisbedarf ist, dass vieles nachgefragt wird und das ist auch schön, weil man merkt, dass man wichtig ist. Das wird in den letzten Jahren oft gefragt, also willst du nicht eine Sache sein lassen und nur eines machen? Und das ist aber eine Entscheidung, also die das hätte ich schon vor 5 Jahren machen können, vor 4, vor 2. Ich mache beides sehr, sehr gerne. Also ich bin wirklich gerne, ich habe einen tollen Beruf. Arzt zu sein, ist was, das macht man ja auch nicht nur, weil man sagt, das ist ein Job, da verdiene ich mein Geld mit, sondern das mache ich wirklich gerne und auch aus Überzeugung. Und der Schauspieler, das bin ich natürlich auch gerne. Und ich habe bis mit Beginn meines Studiums habe ich angefangen, auf der Bühne zu stehen. Und ich bin seit, glaube ich, habe es mal hochgerechnet, seit 32 Jahren mache ich Theater oder stehe auf der Bühne oder vor der Kamera. Und seit 30 Jahren bin ich Arzt. Also jetzt erst die Entscheidung zu treffen, was ich sein lasse. Das wird sich in 6 Jahren erledigen. Dann werde ich dort definitiv aufhören müssen. Und dann bleibt mir Zeit, noch viele schöne andere Sachen zu machen. Schützt Sie eigentlich irgendjemand im Gefängnis oder haben Sie eine Waffe in der Schublade? Nein, ich habe keine Waffe. Also ich habe Menschen um mich herum, die auf mich aufpassen. Und wir wissen natürlich, wer als nächstes in die Sprechstunde kommt, im Unterschied zu der Situation, die Sie geschildert haben. Ja? Dass man in der Praxis steht und am Freitagnachmittag irgendein Mensch kommt, der psychisch krank ist und der zieht dann die Waffe und erschießt sie. Also ich denke mal, ich weiß, dass da gleich ein Mörder kommt. Ich weiß, dass da gleich jemand kommt, der gut ist für eine Geiselnahme oder sowas. Und wir können uns vorsehen. Ich schütze mich nicht mit der Waffe. Ich habe aber mir gegenüber sitzt ein Krankenpfleger, der auch Justizvollzugsbeamter ist. Es sind 2, 3, notwendigenfalls auch 4 oder 5 Leute um mich herum, die bei dem Gespräch zugegen sind. Und ich alleine entscheide. Aber ich sage, ich führe jetzt auch ein 4-Augen-Gespräch mit Ihnen ganz alleine in meinem Zimmer und kann die anderen rausschicken. Das ist meine Entscheidung. Und die kann ich natürlich erst dann treffen oder treffe erst dann, wenn ich merke, okay, das scheint jetzt verantwortbar zu sein. Ja, also ich bin ja ein großer Freund von James Ellroy. Also natürlich lese ich, wenn ich mich entspannen will, lese ich Krimis. Ich habe gerade dieses Buch am Bett liegen, Blut muss fließen. Finde ich ein tolles Buch, weil es gibt so ein bisschen so eine Geschichte zur Historie Amerika zu Zeiten von Kennedy. Also das mag ich am liebsten, so Geschichten, also Crime Stories, True Crime in so einen historischen Kontext gesetzt, ja, in meine Zeit oder sowas, ja. Das ist Literatur, die ich jedem, es ist jetzt nichts Neues, was gerade auf den Markt gekommen ist, aber es ist ein Buch, was ich jetzt im Augenblick, wenn ich denn zum Lesen gekommen bin, in den letzten Monaten selbst gelesen habe.